Hallo, willkommen zu meinem nächsten Pokémon Go Video. Heute mit den Highlights der Wetterwoche mit dem Rayquaza Raid Wochenende. Das zeige ich euch und natürlich wie immer erst noch einmal den Forschungsdurchbruch mit Kaumalat. Ich werde natürlich am 1. April, das ist ein Donnerstag, weil ich immer donnerstags den Durchbruch habe, mein nächstes Kaumalat nochmal abholen, weil Kaumalat ist besser als Quabbel, was ab dem 1. April 22 Uhr in dem Durchbruch drin ist. Ich hoffe, mit 22 Uhr stimmt noch, weil wir haben die Uhren umgestellt, deswegen weiß ich nicht. Aber normalerweise war immer 22 Uhr. Ansonsten kann es schon sein, dass es dann um 21 Uhr sich ändert. Da müsste man nochmal dann genau gucken, dass man sich nicht vertut, falls man noch einen Kaumalat haben will. Also am besten einfach vor 21 Uhr abholen für Kaumalat, falls man nochmal Kaumalat haben möchte. Am 1. April, falls man nochmal die Möglichkeit hat. Ich werde es auf jeden Fall machen, weil das Quabbel interessiert mich nicht so sehr. Deswegen. Genau, das wäre dann zum Forschungsdurchbruch. Und dann kommen wir jetzt zu dem Wetter-Event, zu der befristeten Forschung, die zeige ich euch natürlich auch wieder. Und am Ende des Videos zeige ich euch meine Rayquazas zusammengeschnitten. Die Fänge. Ich habe einige gemacht, dazu aber später mehr. Hoffe natürlich, das Video hat euch auch heute wieder gefallen. Und ja, lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne, wie es bei euch gelaufen ist. Allein schon im Event hattet ihr ein Shiny Fomeo in Regenform. Habt ihr Shiny Rayquaza bekommen? Habt ihr einen 100er bekommen? Ihr kennt das ja. Ihr wisst es ja. Einfach gerne immer wieder kommentieren. Freut mich immer, wenn ihr erfolgreich wart. Genau, ihr habt jetzt schon mal die ersten Aufgaben gesehen. Viele Pokémon-Begegnungen, diesmal viele Bälle dabei. Ja, Pokémon-Begegnungen sind soweit in Ordnung gewesen. Halt viele Fomeo, dass man die Chance hat auf ein Shiny. Ich hatte kein Glück. Ich hatte zwar auch ein paar Quests vom Pokéstop gemacht, wo man ihn rausbekommen kann. Und auch beim Regen ist er erschienen. Aber ich hatte da kein Glück. Genau, ansonsten die Pokémon-Begegnungen bis jetzt auf Walmer, was jetzt aktuell irgendwie seltener ist. Das war mal bei mir häufiger. Aber die haben ja auch ein bisschen an den Bioms rumgeschraubt, dass Pokémon häufiger und seltener sind, damit man ein bisschen Abwechslung hat. Und Togetic waren eigentlich die Pokémon-Begegnungen aus dieser Forschung jetzt nicht so die krassesten, meiner Meinung nach. Weil wir ja hier auch sehr viele, wie gesagt, Formios drin hatten. Da war die letzte befristete Forschung mit den Elektro-Pokémon meiner Meinung nach besser. Aber naja, ist immer Geschmackssache, muss man selber wissen. Und die Items halt, ja, bis auf Bälle und Erfahrungspunkte jetzt auch nichts Spektakuläres jetzt, was man so unbedingt braucht. Und so. Natürlich, klar, Sternstaub, Sananabären, alles, was dazugehört, aber jetzt nichts, ja, was einem jetzt so irgendwie Mehrwert gibt. Irgendwie nur halt die Möglichkeit, dass halt das Pokémon, das Fomeo, besser sein kann von den IV, weil es aus der Quest kommt. Das war das einzige Positive, was ich jetzt bei dieser befristeten Forschung gesehen habe, aber ich hatte da kein Glück. Alle schlecht, keins, was ich behalten konnte. Man sieht es ja auch im Gameplay. Viele, viele, viele Fomeo. Genau, also von daher, klar, ich mache natürlich jede Forschung und es ist klar, dass nicht jede Forschung mega krass sein kann, aber, ja, wenn man mal eine gute hat und dann eine schlechte kommt, ist man halt ein bisschen enttäuscht, weil nach einem guten Event kommt meistens immer meiner Meinung nach ein schlechtes Event und dann ist das natürlich, wenn man da sich über das letzte Event gefreut hat, was natürlich gut war, ein bisschen enttäuscht, wenn das andere Event nicht so gut ist, wie man sich erhofft hatte, deswegen. Genau, wir fangen einfach mal weiter, die Pokémon hier, die ganzen Fomeo. Und ja, natürlich klar, nach Rayquaza, wo ich jetzt einige geredet habe, kommt natürlich jetzt auch mal im April der Raidfrust, weil sehr wahrscheinlich werde ich nur die beiden Tiergeistformen raiden und eventuell, damit ich immer wieder in der Box den Fernraid-Pass holen kann, falls ich drei im Beutel habe, werde ich natürlich dann einen Raid machen, damit ich wieder den neuen Fernraid-Pass holen kann, damit ich dann drei im Inventar habe, wenn dann wieder gute Raids im Mai hoffentlich kommen. Genau, weil die interessieren mich nicht so, die sind nicht so brauchbar. Die Pokémon, die aktuell in den Raids sein werden, meiner Meinung nach, und so. Ich freue mich eher auf andere Pokémon. Sehr wahrscheinlich wird irgendwann noch wegen den Remakes der vierten Generation Arceus in die Raids kommen. Es wird sehr wahrscheinlich Palkia und Dialga in Shiny eingeführt, um auch nochmal die Spiele für die Switch-Konsole ein bisschen zu hypen. Die hatten ja zu den ganzen Spielen immer Promotions gemacht. Das war ja zu Schwert und Schild so. Das war zu Let's Go Pikachu und Evoli so. Also von daher wird da auch noch einiges zu Gen 4 Promotion in näherer Zukunft in Pokémon Go kommen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon, wenn Palkia und Dialga wieder zurückkommen. Hoffentlich, wie gesagt, in Shiny. Weil erstens, Palkia habe ich noch gar nicht und Dialga habe ich auch noch nicht wirklich gefangen. Ich hatte, glaube ich, mal ein oder zwei gefangen, aber die hatten keine guten IV. Die habe ich beim Doppelbonbons in der Rampenlichtstunde verschickt.
Das heißt, Palkia wäre sogar ein neuer Pokédex-Eintrag. Das heißt, den werde ich auf jeden Fall reden. Und wie gesagt, Shinies wären natürlich auch cool. Genau, das sind ja die Gen 4 Pokémon. Ja, vielleicht auch wieder Giratina, aber ich glaube, Giratina kommt eher dann Richtung Halloween. Müssen wir aber schauen, das ist ja noch ferne Zukunftsmusik. Aber wie gesagt, die aktuellen Red-Pokémon sind nicht so cool, die legendären, meiner Meinung nach. Aber könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob euch die gefallen oder nicht. Ich habe da meine Meinung zu gesagt. Und dann sind wir schon auch bei der letzten Aufgabe hier. Gleich beim letzten Pokémon, was wir fangen können aus dieser befristeten Forschung. Natürlich gibt es auch wieder zu Ostern eine befristete Forschung, sehr wahrscheinlich. Und es gibt auch ab dem 1. April ja wieder die Forschung zu den Team Go Rocket Bossen und Giovanni mit Cryptozapdos. Deswegen, da werde ich natürlich dann hoffentlich. Ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass ich dann am Dienstag das dann machen kann, dass ich noch am Montag dann auch noch Gameplay aufnehmen kann für euch und dann dienstags meine Highlights hochlade. Genau, Togetic war das letzte Pokémon aus der Forschung, dass ich dann wieder schöne, viele Highlights für euch habe. Diesmal ja, jede Menge Rayquazas zusammengeschnitten. Wie gesagt, einmal den Wurf, der entscheidend war, dass ich es fangen konnte. Ich kann es ja jetzt sagen, 8 Stück gemacht. Mehr Pässe hatte ich leider nicht, um Rayquaza zu machen. Kein Shiny dabei, aber ihr seht es gleich im Gameplay. Leider auch kein 100er, aber ein 98%iges, was jetzt natürlich mein Bestes ist. Wobei ich sagen würde, ich glaube 98% ist natürlich gut, aber ich habe auch ein 93%iges Shiny damals bekommen, als er schon mal ein Shiny verfügbar war. Also von daher, ich weiß nicht, was besser ist. 98% normal oder 93% Shiny. Also beide sind auf jeden Fall gut, aber dieses Mal kein Glück und auch viele mit schlechter IV diesmal dabei gewesen von den 8 Stück. Das heißt, die werde ich in der nächsten Rampenstunde mit Haspirohr am 7. April müsste das, glaube ich, soweit sein, dann, wenn ich mich nicht vertue, dann verschicken für doppelt Bonbons. Genau. Ja, Rayquaza hat teilweise, man sieht es auch, ich habe auch nicht immer gut geworfen, öfters mal einfach fabelhaft getroffen, aber manchmal auch schlecht getroffen, dann war der trotzdem drin. Und meistens habe ich so, ja, ich hatte immer so zwischen 17, 19 Bälle, je nachdem, wie schnell wir waren und ob die Arena meine Farbe hat oder nicht. Und ich habe immer so zwischen 8 und 10 Bälle gebraucht, damit ich den fangen konnte. So im Durchschnitt, wobei einmal habe ich fast alle Bälle gebraucht, da ist er erst im letzten Ball drin geblieben. Aber ich habe natürlich alle mitgenommen für die Quest mit Fange 30 Drachen-Pokémon vom Mew. Jetzt muss ich noch gucken, wo ich die anderen 18 Drachen-Pokémon herkomme, beziehungsweise einen kriege ich ja noch aus dem Forschungsdurchbruch, weil ja, ich will ja irgendwann noch mal Shiny Mew haben, deswegen. Deswegen, wie gesagt, schreibt gerne mal rein, wie viel habt ihr gemacht, wie ist es bei euch gelaufen, hattet ihr Shiny Glück? Das hatte ich ja eben schon mal gesagt, genau. Und ansonsten, ja, man sieht es ja hier, ne? Wir fressen viele Beeren, goldene gefressen. Und so, weil man natürlich mehr braucht, als man bekommt. Das heißt, ich hatte zum Glück einen Vorrat und jetzt kann ich mir jetzt wieder dann wieder Bären ansammeln und sparen, wenn wieder ein guter Raid-Boss kommt, dass ich wieder genug habe, damit ich nicht da im Struggle komme und dann eventuell dann ja keine Golden habe, wenn ich den Boss machen will oder fangen will, viele davon hintereinander. Deswegen, ja, ich hatte nämlich vor dem Rayquaza-Raid Wochenende über 300 goldene Bären. Und dann sieht man ja schon, wie viel ich für Rayquaza ausgeben musste, weil der halt immer so oft ausgebrochen ist. Natürlich, klar, hätte ich vielleicht immer besser werfen können, dann hätte ich vielleicht weniger gebraucht, aber naja, steckt man nicht drin. Aber ich habe es ja wenigstens einmal, paar Mal geschafft, den mit einfach Farbe zu fangen. Und jede Menge Bonbons natürlich gesammelt, das ist natürlich so gut. Das war ich irgendwann noch mal in Rayquaza auf maximales Level pushen möchte. Irgendwann mal. Ich weiß nur noch nicht wann und wo. Deswegen schauen wir mal. Genau, wie gesagt, 8 Stück konnte ich machen. Und im nächsten Video dreht sich ja wahrscheinlich alles ums Osterevent mit den Bonaira, Chanera und Hytera mit Blumenkranz und anderen osterlichen Pokémon. Genau, das ist dann das letzte Rayquaza in diesem Video. Was natürlich auffangen, mir ist zum Glück keins geflüchtet. Dann sage ich danke, Leute, fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Würde mich auch freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder Livestream wiedersehen. Und dann bedanke ich mich für eure Unterstützung und sage dann auf Wiedersehen. Bye, bye, bis zum nächsten Mal.